Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Wir gehen hier Scheißhäufchen wegbringen. Gartenbeet. Ein Stück frisch bestelltes Land. Was willst du darauf anbauen? Blaubeeren, Rotbeeren, Rotbeeren leer. Warte mal, ich muss hier mal. Rotbeeren haben wir bekommen, super. Alter, wo die Viecher hinkacken, ist ja fürchterlich. Ernte, aufnehmen, aufnehmen, Ernte, Ernte, Ernte. Blaubeeren bekommen, sehr gut. Wir können hier anbauen. Und zwar möchte ich auch gerne die Kräuter mal machen. Und Kartoffeln. So. Perfekt. Ach du Heilige. So. So, zack, zack, zack. Da haben wir noch ein Kackhäufchen. Ist da hinten auch noch was? Ja, tatsächlich. Hier haben wir wieder halt Kackhäufchen. So, hier ist noch ein Kackhäufchen. So, da drüben haben wir noch Kackhäufchen. Alter. Na du, alles fein? Hm? Alles fein? Gehen wir dich ein bisschen pflegen. Jo, du kleiner süßer Fratz. So, da ist auch noch ein Kackhäufchen. Ui, ich sehe, da ist auch noch eins, glaube ich. Jawohl. Dich gehen wir auch ein bisschen pflegen. Hi, du, ne? Und einmal knuddeln. Lululululu. Jawohl, so ist schön. Da haben wir nochmal ein Kackhäufchen. Ich glaube, die Scheiße ist schnell, dass ich das wegräumen kann. So. Hier haben wir jetzt... Wow. Produziert Gegenstände während... ja. Okay, einfach damit A nehmen. Wow. Okay, wir haben da jetzt sehr viel, viel. Und hier? Aha, können wir einfach bauen. Nein. Ich glaube, das ist okay so, derweil. Okay? Gut. Produktionsertrag 18%. Okay, Hofbewertung 4 Sterne, immerhin. Na gut. So. Grufel. Ja, Grufelmilch. Jawohl. Okay, Essen und das brauchen wir scheinbar nicht geben. Das ist so scheinbar alles gut und okay. Ach du liebe Zeit. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist ein Mensch, der sich hier um unsere Sachen kümmert. Um unseren Bauernhof mitkümmert, sozusagen. Glaube ich, damit es den Tieren auch nachhaltig gut geht. Ja, da hätten wir ja schon zumindest ein... Hi! Ah. Ich liebe das Leben auf dem Bauernhof. So. Ich würde sagen, da kriegt ihr mal ein bisschen Milch, ja? Oh. Ja, ich liebe Grufelmilch. Ah. Am liebsten kümmere ich mich um die Grufels, meine Lieblingstiere, okay? Mhm. Würde ich sagen, so. Das sind immerhin 10%. Das ist viel. Ah. Oh, Entschuldigung, ich verdrück mich immer. Das ist viel, 10%. Ja. So. Ah. 40. Ah. 50. 60. Hm. Müssen wir ihm halt 10 geben, ist ja wurscht. Ja. 70. Ah. 80. Ja. 90. Ah. Und 100. Nichts geht über Grufelmilch. Ich liebe es. Südfeldhof, bitte. Ein Leben am Bauernhof war schon immer mein Traum. Ich mache mich bald auf den Weg und halte deinen Hof für dich in Schuss. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Weil wir haben keine Zeit. So schaut es leider aus. Passt, jetzt wird der Hof hoffentlich noch besser, noch sauberer sein, noch besser... funktionieren. So, gut. Das zu dem, die Kartoffeln. Wir haben da hinten, glaube ich, gar keinen Platz mehr. Nein. Was haben wir hier eigentlich? Was bist du? Lager ist das. Okay. Ein Lager. Die Shampoos will ich gerne da reinhauen, tatsächlich. Weil ich ein bisschen Sorge habe, dass ich die unabsichtlich benutze. Und ich möchte gerne meine Haarfarbe behalten.
So. Da hätten wir noch eins. Die Kleidungsstücke sind wurscht, die können wir weiter mitnehmen. Das ist nicht so das Problem. Sämlinge haben wir auch recht viel, das passt auch ganz gut. Ja. Quick, quick. Na du? Einmal knuddeln. Ja. So. Okay, können wir den eigentlich ausbauen auch, also vergrößern? Das werden wir gleich mit der Zeit dann feststellen. So. Quest. Genau, den Furzmoorsumpf. Das will ich jetzt auch mal machen. Das war tatsächlich da hinten. Das Wetter ist natürlich fabelhaft. Gibt es gar nichts Besseres. So, weil die Mondseitenblumen haben wir schon mehr als genug. Die reichen mal fürs Erste. So. Gut, da können wir auch was anbauen, also anpflanzen. So. Das können wir nebenbei gleich mitmachen, auch wenn die Sicht mehr als schlecht ist. Hi du! Na du? Ja. Das war, glaube ich, hier lang, oder? So circa in etwa. So, jetzt sind wir richtig. Glaube ich. Ja. Noch ein Stückchen darüber. Und hier irgendwo war das, glaube ich. Da. So. Mal schauen. Ja, bitte. Ui! Wifi? Spielt mir das aus? Wifi? Verdammt nochmal. Es hat mir hier echt gefallen. Und dann kommst du und machst alles widerlich. Aber wie es aussieht, könnte dein Rucksack eine gemütliche Wohnung abgeben. Und du wirst das kaum verhindern können. Oh, ist das schön hier. Geist gefunden. 3 übrig. Oh, das ist schön hier jetzt. Das ist das Ding hier. Das heißt, in meinem Rucksack stinkt's. Das ist aber nicht nett. So. Gut. Dann hätten wir das auch. Davon sehe ich schon was zum Einpflanzen. Das nutzen wir gleich aus. So, zack. Das nehmen wir mit. Da haben wir wieder einen Händler. Hi. Ah. Gib mir 5 Fische und ich gebe dir was Tolles dafür. Ah, bei dem waren wir, glaube ich, schon. Da setzen wir auch was ein. Das nehmen wir mit. So. Sehr, sehr gut. Okay. Da sehe ich ein Erz. So, zack, zack. Das können wir auch kaputt hauen. Zack. Passt. Na gut. Was nun? Was machen wir nun? Ich habe keine Ahnung. Quests weitermachen, würde ich sagen. Unsere Crewmitglieder finden, würde ich sagen. Das wäre eine Option. Oh, da können wir das anbauen. Fleischrichtung. So, jetzt haben wir es. Zack. Da können wir das pflanzen. Aha, da hinten ist schon wieder was. Okay. Kann ich da rein? Ja, das geht. Tada. Super. Aha, können wir da auch eine Brücke bauen vielleicht? So, was haben wir denn hier? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Feuerwind, Tal, Holzbrücke. Ja, passt. Ich würde sagen, die bauen wir. Tada. Schön. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Da drüben können wir 2 Sachen anbauen. Die sind so süß, diese, keine Ahnung, Lämmchen?
Puh. Süß auf jeden Fall. So. Da haben wir auch noch einen Schwammerl. Da sind auch noch Schwammerl. Die dachte ich, die nehme ich mit. So. Dann wäre gut, vielleicht den nächsten Seemann finden. So, so. Haben wir hier alles angepflanzt. Ja, ja, ist es schon gut. Schreckhafte kleine Kerlchen. Oh, schaut nicht so schlecht aus. So, dann würde ich sagen, nochmal über die Hängebrücke drüber. Drüben müsste ich noch kontrollieren, ob auch nichts mehr zum Anpflanzen war. Aha, da drüben haben wir einen Stein der Weisen. Mal schauen, was der von uns möchte. La la la. Hallo. Na du? Zeig mir deine Persönlichkeit. Kleidung ist ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Ausdruck deiner Persönlichkeit. Zerrissener Mantel, zerrissene Kleidung. Zylinderrucksack. Schleife. Pelzgefütterte Hose. Eigentlich sind das eigentlich Sachen, die ich anhab. Von sich das mal aus, sicherheitshalber. Von Leuten, denen wir geholfen haben. Heißt das, wir sind zu schäbig angezogen für den Kerl? Ich schau mal in der Quest nach. Das war's, ne? Im Feuerwindtal habe ich einen Stein der Weisheit gefunden. Er gab mir einen Auftrag, mit dem ich mich beweisen sollte, bevor... Bla bla. Trage neue Kleidung. 0 von 3. Aha, muss ich einfach wechseln? Oder wie? Dann brauche ich einfach durch, ne? So. Der Pfad ist offen. Tatsächlich, hat hingehauen. Stein der Weisheit, Feuerwindtal. Einfach mal alles durchprobieren, passt schon. So. Dann kann ich mich jetzt wieder so anziehen, wie ich es gerne haben möchte. Wobei der Mantel gefällt... Also es ist zerschließen, das ist nicht so klasse. Ja, ich würde sagen, oder? Ja, der hat mir gut gefallen. So passt das schon. So, tada. Können wir auch mal gleich reinhüpfen. Dann kommen wir wieder zu ihr. So. Da haben wir halt schon zwei. Das ist halt nicht schlecht. Ne? Wenn wir mal hier sind, kann man von hier switchen, zu dem switchen. Dann sind wir da ganz woanders. Das ist schon cool. Hi! Im Gegensatz zu dir kommen die Bewohner dieses Landes die Geister nicht sehen. Ich spüre ein großes Potenzial in dir, Geisterseherin. Ja, passt. Servus. So. Ups. Ist schon wieder finster. Unglaublich ist das. Ist schon wieder finster da. So. Gut. Ah, da können wir das anbauen. Zack. So. Ich soll auch wieder die Gräser eigentlich zusammen... Also kaputt machen. Also mähen. Also, ne, ihr wisst schon. So, zack, zack. Hau drauf. Hau drauf. So, ist gut. Damit wir weiter ausreichend Sämereien haben. Zack, zack. Zack, 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 zack.
Das ist nämlich wichtig. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Damit wir vielleicht wirklich irgendwann mal alles hier bepflanzt haben. Ich habe so das Gefühl, dass dafür für uns eine Belohnung in Form eines Geistes rausschaut vielleicht. Das wäre cool. Aha, wo sind wir hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Dann holen wir mal den Hammer raus. Zack. Oh, eine Truhe. Galaxie-Shampoo. Aha. Welche Haarfarbe trägst du denn heute? Ja, Galaxie, wie jeder andere. Ja? Ganz klar. Aha, da haben wir Erze. Da glitzert und funkelt. So. Das nehmen wir auch mit. Sehr gut. Das können wir, glaube ich, auch noch zusammenschlagen. Dumm. So, jetzt haben wir alles schön kaputt gemacht. Jetzt ist es noch mehr hin als vorher. Schön. So. Jo. La 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 la. So, ich laufe mal ein Stück. Schau mich hier weiter um in der Gegend. Vielleicht finden wir noch was zum Ansetzen an da. Ich denke nicht. Besser gesagt, ich hoffe nicht, dass wir da was übersehen haben. Das wird dann nämlich schwer, es wiederzufinden. Oh, doch, schau mal. Ist schon soweit. So. Da, 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 da. Holz. Da können wir noch versuchen, ein paar Sämlinge zu kriegen. Oder auch nicht. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Da schaut es jetzt okay aus. Ich dachte, er hätte sich vielleicht ein Kätzchen versteckt, aber ist nix. Nein, 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 nein. Da ist nix. Nein, nein. Auch da scheint nichts zu sein. Wobei, das ist schon wieder verdächtig, ne? Diese Felsen hier. Wow! Okay. Ich fahre mal gepackt runter. So gehört sich das. Sehr gut. Wird man auch gleich gepflegt angefurzt, so wie sich das gehört. Oh. Hier haben wir auch noch. Zack, zack, zack. Erze. Einen Haufen Erze. Nur für uns. So. Wir haben Sämlinge mit. Gibt es hier was zum Anpflanzen? Look, look. Look, look. Da ist nur ein Steinchen. Hier sind ein paar Bäumchen. Du scheinbar schon brav gewesen zu sein. Ja, da drüben ist auch schon was, das wächst. Ja, nicht schlecht. So, einmal hier vorbei. Da haben wir Erze, das Schau. Zack, zack, zack. So, da wachsen auch schon Bäume. Sehr, sehr gut. Hüpf, hüpf, hüpf. Na, ich will hier rauf. Bäume, noch mehr Bäume, noch mehr Bäume. Passt. Da schaut es okay aus. Tap, 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 tap. So, gibt es da hier oben noch etwas, wo wir was anpflanzen können? Wäh! Na, dafür ein schöner Erzhaufen. Ja.
Da ist was. Zack, 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 zack. Halt. Schieß ein Feuerwerk ab. Nimm auf. Oh, hoppala. Das wollte ich gerade nicht. So. Aber man kann sagen, was man möchte. Das Spiel ist schon sehr, sehr schön. Drüben habe ich eine Truhe gesehen. Die möchte ich mitnehmen. So. Da, da, da. Da ist sie. Lila Shampoo. Das ist schon verlockend, weil Violett ist ja meine Lieblingsfarbe. Wenn es eine Violette gibt... Oh, was ist denn das? Eine Stadt? Du heiliges Kanonenrohr, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Die habe ich ja, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen, die Stadt. Okay. Da schau mal. Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht, oder? Also ich glaube nicht, dass wir hier schon mal waren. Ketterchip. Ah, Gerberei Flifferdip. Doch. Nein, doch. Oh, waren wir doch schon hier? Ich glaub nicht, oder? Hi. Gerberei Flifferdip. Tierhaut gegen Leder. Machen wir mal zwei. Danke. Wir haben Leder bekommen. Jawohl. Der tut mit uns handeln, wenn es ist, ne? Oder wie? Leder, Lederstreifen, Tierhaut und Fallen. Fällende Fallen. Jawohl. Okay, und hier haben wir halt eine riesengroße Stadt. Warte mal, da drüben ist eine? Das ist dieselbe? Na, doch. Ich habe mich jetzt nur so im Kreis gedreht, dass ich mich selber verwirrt habe. Das kommt schon mal vor. Da ist noch ein Platz zum Anpflanzen. Da oben habe ich, glaube ich, auch was gesehen. Hoppala. So. Uah. Feuerwindtal. Okay. Vielleicht ist das dann gar kein... Doch, es ist schon Schnee, oder? Was hier herumwirbelt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Stadt ein bisschen an, oder? Die ist halt auch sehr schön. Bobindorf. Aha. Da hat jemand Wäsche aufgehangen. Da gibt es schöne Bäumchen. Die Leute sind jetzt wahrscheinlich genau schlafen gegangen, wo wir jetzt da sind. Ich suche eigentlich hauptsächlich eh nur Möglichkeiten, Bäume anzupflanzen. Hi, wer bist denn du? Ah. Tegin Gabardine. Hast du gehört, in Springmoor sind sie sehr interessiert an Holzwaren. Aha, danke. Aha, da haben wir einen Stoffhändler. Da könnte vielleicht die Gilde die Schneidergilde zu Hause sein, ne? Oh mein Gott, was bist denn du? Oh! Scruffle! Oh mein Gott. Au! Oh mein Gott. Es ist flauschig und niedlich. Hi! Zoe, ein Tipp für dich. In Inglenock sind sie an allem interessiert, was mit Ausrüstung zu tun hat. Okay. Was für ein süßes Hundi. Aber es scheint hier tatsächlich die... Ja, es ist, glaube ich, ganz eindeutig, dass hier die Schneidergilde zu Hause ist. Aber scheinbar nur am Tag. Da hat es aber irgendwo eine Quest gegeben, glaube ich, ne?
Jetzt muss ich die suchen gehen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich doof bin und ich besser hätte sollen tagsüber hierher kommen. Werden wir sehen, ob das jetzt eine Auswirkung hat. Da ist zumindest mal eine Quest. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Cosi Ultrasoft. Oh, mein Groovy. Meine Güte, du bist es. Endlich löst du meinen Schuldschein ein. Ich hoffe, diese super süße Belohnung gefällt dir. Ich wollte dir zeigen, wie sehr ich deine Hilfe zu schätzen weiß. Ach so. Oh, wie die drei Cosis, ja, Cosis erstaunliche Tiere, ja. Wo wir sie zurückgebracht haben. Hartholle. Aufgabe erledigt. Hartholle, okay. Also sprich eine andere Frisur. Dann würde ich mal sagen, tun wir mal kurz, wo ist es denn? Da. Ach du Heilige. Schau mal ein bisschen aus wie ein Hahn, oder? Oh, wie. So. Schön. Der hat gleich ein Geweih am Schädel. Recht hat er. Kann man tatsächlich kaufen. Groofer-Rucksack. Aha. Ankerbart, Vollbart. Ui, die Zöpfe wären niedlich. Mmh. Kosten 2 von 7. Die antike Münzen, wisst ihr? Oh Gott, ist das niedlich. Das brauche ich. Segel? Aha, Flammenshampoo. Galaxie-Shampoo. Aha, da kann man die Haarfarben kaufen. Ich muss sagen, das mit Zöpfen gefällt mir jetzt gut. Das muss ich jetzt anziehen. So. Ja, das passt perfekt. Sehr schick. Ui, da haben wir einen Geist. Hi. Aha. Oh, Polt. Es kommt mir ewig vor, dass ich zuletzt mit einem Menschen gesprochen habe. Das ist ja wunderbar. Legen wir los. Es gibt noch viel zu sehen und zu tun. Super. 2 sind hier noch übrig. Okay. Aha, da ist wieder die Dame mit der Bestellung, ne? Warte einen Moment. Keine Bestellung. Schleich dich. Okay. Boah, der Bart ist auch schwer zu Ende. Es ist ein Wahnsinn, aber wir haben es endlich mal in dieser Aufnahmesession geschafft, zum Bauernhof zurückzukehren. Ah ja, ich muss mich schon selber auslachen. Was soll ich denn machen? Und wer bist du? Leo Löwenmähne. Das ist ein Mann. Ich dachte, das ist ein Mädel. Entschuldigung. Hallo. Du interessierter Reisender. Interessanter Reisender. So. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin... Leo, wow, Löwenmähne, Anführer der glorreichen Schneidergilde, habe ich ja gewusst, die gibt es hier, ne? Wir sind Kapitäne der Kleidung, Maestros der Mode. Unsere Produkte lassen sich bestens handeln, weißt du? Möchtest du mit den Aufgaben beginnen? Ja. Um unserer hochwohlgeborenen Gilde beitreten zu können, musst du die Grundlagen unseres edlen Handwerkes erkennen. Und kennt sowieso. Bring mir einmal kurz Waren und einmal Stoff. Dann werde ich dir unser wunderbares Wirken demonstrieren. Kurz was? Kurzwaren. Kriege ich das da unten zum Kaufen? Mau. Ah, da haben wir was zum Einpflanzen. Zack. La la la. La la. Do, 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 ro, dom. So, zack, 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 zack. Das Erzel nehmen wir noch mit. Kurz bla bla. Kurzware. Wie ist das Kurzwaren? Ich hoffe, dass man das hier kaufen kann. Das wäre spitzen, super, giga, hypermäßig toll. So. Ich schaue mich hier mal kurz um, ob hier noch was zum Anpflanzen wäre.
Weil, da weiß man ja nie. Nö, schaut nicht so aus. Da ist nur eigentlich, können wir die mitnehmen, wenn wir schon da sind, so weit herumgelaufen. So, kann man machen. So, lala. Dann muss ich jetzt noch den Händler finden. Ich hoffe, der verkauft mir diese Kurzware. Ja. Ich bin ein voller Schneiderprofi. Man sieht es mir an. Ja. So, da war das Hundi, genau. Ah, hier ist er. Meine Güte, umsonst im Kreis gelaufen. Wieder mal. Kurzwaren hätte ich gern, bitte. 3 Stück. Nehmen wir es halt mit. 6 jetzt, das kostet einen Dreck. Das kostet auch einen Dreck. Sonnenbrille. Leichte Bluse. Blumenrock. Hut mit breiter Krempe. Du, das ist aber niedlich. Ich glaube, das kaufe ich mir. Ohrenschützer. Pelzmantel. Winterrock. Na, das finde ich niedlich. Das kaufe ich mir. Was ist denn bei uns da viel wert? Haben wir irgendwas von Wert? Diese Stockbündel. Ansonsten hätten wir unglaublich viele Lianen. Ich glaube, die werde ich verbrauchen. 77 kostet es. Also brauche ich mal 10 mal 5 sind 50. Plus 4 sind 70. Also brauche ich 5. 25? Falsch, 15. Ja, und dann noch 2. Ich würde sagen, wo haben wir noch viele Blümchen? Stein habe ich. Oh doch, Stein haben wir mehr als genug. Ich werde mal Stein dazu nehmen. 2 Stück, sonst müsste es passen. Perfekt. Handeln? Ja, bitte. Voll cool, ich will das jetzt anziehen. Diesen Rock, diese leichte Bluse und den Rock dazu. Das ist schön. Wir sind wunderschön und. Ja, ha? Oder lieber den hier. Ah, der passt nicht so gut von der Farbe her. Es wäre schön, wenn wir das noch einfärben könnten. Hornbrille. So ist schön. So sind wir wunderschön. Wunderschön. So. Wir müssen zum Leo zurück. Das ist echt doof, dass es hier keine Treppe nach oben gibt, ne? Dass man hier irgendwie schneller oben wäre wieder. Oh, eine Truhe. Schau, die ist versteckt. Farbstoff rot. Ah. Können wir damit jetzt vielleicht wirklich Kleidungsstücke färben? Das wäre echt cool. Dann hätte ich meine Frage gerade selber beantwortet, ne? Wahrscheinlich, wenn es schon Farbstoff heißt, wird es auch sowas sein. So, der Part ist nämlich auch zu Ende. Das passt gut. Wir werden jetzt noch die Quest hier bei dem Leo abgeben. Dann sind wir normalerweise Mitglied der Schneidergilde. Und dann haben wir schon 2 Gilden, zu denen wir gehören. So, hallo. Oh. Fabelhaft, eine Reise in die Wunderwelt der Schneiderei kann beginnen. Hier sind einige Rezepte. Stell mit diesen Gegenständen folgende sehr einfache Kittel. Okay. Schneiderei, Schrein, Schkun, Basteln, Schneiderei. Set einfacher Kittel, da haben wir alles. Stell man einmal her, so. Und können wir schon wieder abgeben. Gut gemacht, Reisender. Gute Arbeit. Aus diesem einfachen Gegenstand kannst du fabulöse Filzpfannen herstellen. Willkommen in der Schneidergilde. Bitte nimm dieses Rezept als Belohnung für deine gute Arbeit. Geh hinaus in die Welt und sei fabulös. Nadel und Faden. Sehr gut. Schneiderset. Jawohl. Wir sind wunderschön. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden den Part. Hervorragend, hervorragend. Leinenrucksack, Leder, Tornister, also wir können jetzt wirklich sehr viel scheinbar herstellen. Strickjacke, alles mögliche, auch das, was wir gekauft haben hier wahrscheinlich, aber ist eh wurscht. Wir können auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!